Einen schönen guten Morgen hier im Eifnenbachtal. Hinterm Altenberger Dom. Ja, ich habe heute vor, ein bisschen hier am Eifnenbach lang zu gehen. Hinten irgendwo bei der Rausmühle oder wie die heißt. Willkommen zurück. Eigentlich darf man jetzt hier nicht gehen. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Da ist scheinbar irgendwie eine Brücke eingestürzt ist oder wie auch immer. Oh, ich guck mal. Hier sind ja schon viele gegangen. Ja, und da kommen jetzt noch Leute entgegen. So. Da sind auch wieder Biker, da ist doch die Brücke, ist doch noch gut da hinten. Wir gehen jetzt näher rüber. Es gibt hier so tolle Stellen im Eifnenbachtal. Da kommt hinter jeder Biegung kommt was anderes. Da kommt jetzt eine Brücke. Das ist echt toll hier. Ja, ich glaube, der Track, der wird mich jetzt gleich wieder links hochführen, auf die Ebene hoch. Der geht viel rauf und runter, da sind viel Schikanen drin. Die nehme ich heute mal nicht mit. Ich bleibe einfach hier unten. Gehe dann bis zur Rausmühle, das waren 5 Kilometer. Das ist einfach nur toll hier unten. Und ganz so extrem viel los ist jetzt hier noch nicht. Noch nicht. Aber jetzt kann ja noch kommen. Ne? Es ist einfach schön hier. Sehr interessant, ja, doch. Nur ein Stau wäre gewesen. Irgendwie. So was in der Art. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch noch nicht gesehen. Ja, doch. Scheint hier irgendwie auch früher. Nee, Moment, sehe gerade. Das war, glaube ich, was ganz anderes. Das war früher mal hier so ein, ich sehe das jetzt hier gerade, wie so ein Fischteich. Das war wohl dann der Überlauf. Da hat Wasser bis hier unten stand irgendwie. Das war wohl dann der Überlauf. Und da konnten die das hier anstauen. War das bis hier zu wahrscheinlich irgendwie? Denke ich mal, ich habe keine Ahnung, konnten die das hier gezielt ablaufen lassen. Ja, irgendwann haben sie dann auch aufgegeben. Ich weiß es nicht. Kann sein, kann auch nicht sein. Jetzt gucken wir mal, da vorne ist hier ein Schild, ob wir recht haben. Wie ihr seht, hier kriegt man einiges geboten sogar. Nicht schlecht. Das sieht wirklich so aus wie so ein alter. Was steht denn jetzt hier? Wasser für Burscheid. Kann man da was sehen? Schauen wir mal ein bisschen von der Seite, aber das ist alles nicht so optimal hier.
Also ja, stoppt dann wieder das Video. Ich glaube kaum, dass man jetzt hier sogar noch mehr Erholung bekommen kann wie hier. Glaube ich nicht, dass man jetzt noch mehr Erholung bekommt wie hier. Guck dich das mal an, das ist doch ein Paradies hier, oder? Geht das hier so schön weiter? Muss ich ein Bild machen. Da haben wir sie doch. Da brauchen wir gar nicht in die Eifel für. Seht ihr das? Aber das sind keine wilden Klopp. Ich glaube nicht, dass das wilde Narzissen sind. Ich denke mal, irgendwie hat die hier jemand mal gepflanzt oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schön anzusehen, aber die liegen schon ziemlich flach. Ich weiß auch nicht warum. Ob die abgeknickt haben. Na, ich kann das euch nicht sagen. So, wir gehen jetzt wieder zurück auf den Weg. Da ist gerade jemand gekommen. An der Markusmühle gleich. Die heißt wirklich so. Habt ihr gerade gesehen? Na, die Buschwindröschen blühen auch schon zahlreich hier. Denke ich mal, das sind welche. Ich will nichts dafür sagen. Ja, da kommt, da hinten ist er schon. Ja, da kann man übrigens auch essen. Forellenteiche, da kann man gut Forelle essen. Wenn die aufhaben, heißt das, wenn das Ganze mit dem Virus vorbei ist. Die Rausmühle kommt dahinter noch ein paar Kilometer weiter. Ja, und dann gehen wir praktisch schon nach Dabringhausen hoch. Und dann auf der anderen Seite schon wieder zurück. Das heißt schon, wir haben jetzt schon mal 6 Kilometer oder 5. Ja. Das ist hier natürlich jetzt alles eingezäunt. Leider hat das hier alles zu und viele haben auch auf Lieferdienst umgestellt bzw. Abholung. Ja, das kann man natürlich auch so machen. Hat wenigstens noch ein bisschen Geld reinkommen. Ich glaube, anders sieht es im Rheinland-Pfalz aus. Ich glaube, da dürfen die noch nicht mal mehr Lieferdienst machen oder so. Da müssen sie wirklich komplett schließen. Ich weiß nicht ganz genau. Ich meine, ja. Ja, wie gesagt, das Thema fesselt mich auch. Natürlich, klar. Ich versuche auch immer davon ein bisschen Abstand zu gewinnen. Aber wie ihr seht, ist das nicht ganz so einfach. Man überlegt, man hat es halt im Kopf, man überlegt dann doch, was kommt noch alles auf uns zu, was kann noch passieren, schlimmstenfalls. Das war jetzt die Markusmühle gewesen. Jetzt kommen wir gleich nachher an der Rausmühle. Und wenn wir an der Rausmühle sind, geht es dann irgendwann rechts hoch und dann nachher an der Lennefe durch das andere Tal wieder zurück. Und wo wir dann Mittag machen werden, gucken wir dann immer noch. Das sehen wir noch. Ich mache mir jetzt noch keine Gedanken. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es haben. Aber ich denke, wir würden schon bald Mittag haben. Na, gleich mal aufs Handy gucken. Beziehungsweise aufs Navi kann ich ja auch gucken. Ja, sind gerade erst ein paar mehr vor mir gewesen. 3 Herrschaften. Sage ich jetzt mal 3 Wanderer. Weiß ich nicht, wo die sind. Wo die abgeblieben. Die hatte ich eigentlich schon längst. Die sind so langsam vor mir hergetuckert. Die hätte ich schon längst einholen müssen eigentlich. Keine Ahnung. Naja, umso besser. So, jetzt gehen wir hier lang. Steht ja noch ein bisschen höher. Und der Originaltrack, den ich jetzt hier habe mit den vielen Höhenmetern, den kann ich euch auch mal posten. Wer sich ein bisschen mehr verausgaben möchte, der kann den dann auch mal gehen. Den kannst du wahrscheinlich auch größtenteils mit einem BMX fahren, so Mountainbike. Die meisten haben ja sogar jetzt schon mit Elektro dran. Aber mit Elektro, das kommt für mich nicht in Frage. Ich will mit meiner eigenen Kraft, solange ich noch kann,
überall hinkommen, wo es noch geht. Wahnsinn, ne? Auch wieder ein Bild machen. Ich fahr jetzt weg, glaube ich. Ich habe ja richtig noch nebenher was zu tun, du. Da könnte man jetzt auch hoch. Aber wir gehen jetzt hier über diese Brücke. Das ist so idyllisch hier. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Oh, das ist schon eingebrochen. Mal aufpassen hier. So, jetzt muss man mal gucken, wo der jetzt hier lang geht. Was da hoch geht, ich meine, der ging jetzt hier weiter. Irgendwie. Ja, hier runter. Dieser tolle Abschnitt, liebe Leute, möchte ich euch nicht vorenthalten. Hier oben ist zwar die Straße direkt, die nachher nach Dapringhausen hochführt. Aber da gehen wir noch nicht hoch. Wir gehen nachher ein bisschen später hoch, hin bei der Rausmühle. Wie ihr vielleicht seht, hier hinter mir ist die Rausmühle. Ich habe da nur Bilder jetzt von gemacht, ich wollte jetzt nicht noch filmen. Das wäre jetzt ein bisschen zu heftig geworden, wenn ich da jetzt auch noch gefilmt hätte. Nee, das mache ich dann doch nicht, das lasse ich dann doch bleiben. Das ist mir dann doch persönlich zu unangenehm. So, wir gehen jetzt nach Dapringhausen hoch. Ja, da gab es einen Kühlschrank, Selbstbedienung. Die haben da Cola, Limo, Wasser, Bier, alles Mögliche gehabt. Konnte man sich zu normalen Preisen nehmen und natürlich dann das Geld auch reinschmeißen, ne? Ja, und wie gesagt, die haben einen Abholservice, da hätte man vorher anrufen müssen tatsächlich. Und dann sagen, so, wir sind zu zweit am Wandern und kommen dann und dann etwa an. Kann man ja meistens so abschätzen. Und ja, stell mich mal so hin. Und kommen dann zu der und der Uhrzeit halt an und dann haben die dann auch das Essen fertig. Meistens haben die nur Kleinigkeiten, so bergische Waffeln und ein paar andere Sachen. Ne? Und ja, sieht es ein bisschen zu sich gerade hier. Das ist jetzt nicht mehr ganz so optimal. Ja, ich habe jetzt wie gesagt auch nicht keine Bank gefunden, auch da in der Umgebung nicht. Gut, da stand Speisen verzehren nur im Umkreis von maximal, also von Minimum 55 Metern, haben sie ja gesagt. Das darf man ja da gar nicht. Ne? Und von daher, ja, ich suche mir jetzt hier irgendwo anders was. Die müssen sich natürlich an die Vorgaben halten, das ist klar. Aber die meisten haben dann außer Haus essen, kann man was bestellen und irgendwann ist das dann fertig, dann holt man das ab und dann wartet das. Puh, so, jetzt geht's weiter. Wie gesagt, ich muss mal irgendwann was essen. So langsam merke ich das jetzt schon. Guck mal, oben in Dapringhausen, da ist ein Friedhof. Da wird doch ein Mülleimer sein, vielleicht ist da ein Häuschen oder so, wo man sich hinsetzen kann. Weil der Wind ist dann doch jetzt sehr kalt. Aber ich muss was essen, so zieht es sich ein bisschen mehr zu. Schade. Naja, da kann man jetzt nichts machen. Wie gesagt, jetzt geht's nach Dapringhausen hoch. Dann durch den Ort. Und irgendwann geht's dann hinten auf der anderen Seite wieder runter. Und dann halt nach rechts. In das Lenefertal. Na, da ist ja auch die Dünntalsperre schon bald.
wenn man dann noch weiter hoch geht im nächsten Tal, ne? So, liebe Leute, bin jetzt fast oben. Boah, bin total erledigt. Meine Güte. Da war jetzt schon verdammt, ging halt verdammt schnell hoch, da die ganze Zeit über, also. Boah. Ja, jetzt bin ich hier oben und das werde ich mir gleich irgendwie eine Stelle suchen und dann Mittag machen. Wir sind am Schreien. Die Kinder nicht hören. Da hätte man auch hochkommen können von da. Aber gut. Oh. Kommt die Sonne raus. Bin ich da trocken, kann ich mir bald was ausziehen hier. Ich hoffe nicht doch, weil ich keine Zunge habe jetzt. Ja, jetzt wenn kein kalter Wind geht und die Sonne draußen bleibt, da ist das jetzt im Moment so warm, kannst ja wirklich schon mit der kurzen Hose laufen. Hier ist alles grün in der Ecke. Erstaunlich, aber nur hier in der Ecke. So grün wird er doch auf der anderen Seite mal für den Bachtal nicht. Ey, sieht das alles so verdammt grün aus. Ey. Und ich habe gerade genießt wieder. Das macht sich jetzt natürlich direkt wieder bemerkbar. Ich direkt wieder niesen, wenn der Kopf zugeht mit dem Schnuppen. Hier ist übrigens das Waldschwimmbad. Da sind sie auch schon kräftig am Werken. Aber ich vermute mal, dass wir die Sitz ja gar nicht aufmachen können. Wenn sich das weiter mit dem Virus so verhält. Und wie will man das machen? Wie will man das handicappen? Händeln, handicappen. Auch gut. Wie will man das handeln? Dass die nicht 2 Meter, dass die 2 Meter Abstand auch beim Schwimmen einhalten. Ne? Das geht ja praktisch gar nicht. Ja. Ja. Wir werden es sehen. Wir werden es noch wissen, wenn die Zeit kommt. So, wir gehen jetzt wieder zurück. Das ist jetzt schon auf dem Rückweg. Quasi. Und werden uns jetzt langsam Richtung Auto wieder durcharbeiten, aber das wird noch lange dauern. Ich denke mal 2 Stunden gehen wir bestimmt bald noch. Es sind noch etliche Kilometer bis zum Ziel. Müsste ich mal gucken, wie weit das noch ist. Bin ja jetzt doch ein bisschen kürzer gegangen. Ganz ehrlich, Leute, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, oder? Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Jetzt würde ich mir hier den schönen Salat essen. Und dann sehe ich, dass da keine Gabel drin ist. Warum verkaufen die denn sowas? Das ist doch unterwegs, der Kram hier. Da muss man sich denn jetzt extra noch eine Gabel dazu kaufen, oder was? Ey, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, oder? Ich bin echt angepisst jetzt gerade. Voll, tut mir leid, aber... Ja, ich habe hier immer noch die Müllfrikadellen. Das war ja auch nicht die Welt. Das kleine Ding hier. Da wird auch nur vorübergehend satt. Ein bisschen angesättigt, aber... Ja, da ist jetzt nichts drin. Ich muss das jetzt einpacken. Ich habe noch einen Müllbeutel dabei. Ich muss das jetzt in den Müllbeutel einpacken. Weil das ist eine dünne Folie. Das kaputt. Wenn die dünne Folie aufgeht im Rucksack und kaputt lässt, dann haben wir den ganzen Scheiß da drin. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, oder? Das kapiere ich. Das geht in meinem Kopf nicht dran. Wie kann man nur sowas herstellen? Wie kann man nur sowas herstellen? Das kann doch nicht wahr sein, sowas. Ich spiele das jetzt nicht, ich reg mich wirklich auf. Ich spiele das jetzt nicht. Ich hab wirklich jetzt Hunger. Ne? Ich habe wirklich jetzt schon Hunger. Und jetzt keine Gabel dran. Und von hier kannst du keine Gabel erwarten. Da ist so jetzt eine Frau reingegangen, aber wir geben jetzt eine Gabel. Von dem Dienst, der jetzt geht, hat das jetzt so. Ich
Vielleicht kann ich da was bestellen. Ich weiß nicht, ob die Straßenwagen da dann mitnehmen, da dann draußen anwählen, aber jetzt ist das nicht warm. Das ist jetzt auch nichts Warmes, sage ich mal so, dass man sich jetzt lange draußen aufhalten könnte. Und die Post auch schon. Naja, wie dem auch sei. Wir sind jetzt die Frikadellen, trinken uns jetzt ein bisschen von der Limo da und ich hätte jetzt Lust, das ganze Ding in das so wie es in den Müllern. Willkommen zurück, liebe Leute, nach dem kleinen, stark verkürzten Mal. Ein eher Snack, würde ich mal sagen. Geht jetzt an hier in der Linne verlang. Wenn man jetzt hier über den Berg noch geht, dann kommt man schon an der Lünntalsperre. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir gehen jetzt hier an der Linne verlang, diesen Fahrtweg. Und kommen dann nach etwa 3 Kilometer, gut 3 Kilometer nach Maria in der Aue. Auch dort hätte man sich hinsetzen können. Ist auch immer ganz schön da. Ja, und dann ist es auch nicht mehr allzu weit bis zum Auto. Also stand bis Altenberger Dom noch 7,4 oder was. Ich schätze mal, das ist ein guter Kilometer weniger noch. 6 Kilometer, vielleicht 5,5. Gucken wir mal. Ja, und jetzt geht es hier weiter. Immer oberhalb von der Linne verlang. Ich hoffe mal, ich spreche das jetzt richtig aus. Und das ist auch die Linne. Sonst haben wir ein Problem. Ja, wie gesagt, das regt mich jetzt immer noch tierisch auf, dass man sowas produziert, herstellt, ohne eine Gabel drin. Wie will man das essen? Da steht auch eindeutig Togo drauf. Das heißt von unterwegs. Und da muss doch eine Gabel dabei sein. Die kannst du nicht mit den Finger essen. Na? Ich weiß nicht, was die Industrie sich da manchmal bei denkt. Ich habe so viel gefilmt wie heute, habe ich schon lange nicht mehr. Ja, muss mal viel schneiden. Videos, die länger als eine halbe Stunde sind, gucken sich kaum Leute an. Teilweise reichen denen schon 10 Minuten, aber ich sage, wie willst du den Weg hier innerhalb von 10 Minuten abfilmen. Ne? Kommt ein bisschen die Sonne jetzt im Moment ab und zu mal wenigstens raus. Aber selbst dann ist sie so gelblich, milchig, trübe. Ja, jetzt geht es hier direkt unmittelbar an der Linne verlang. Bin jetzt hier praktisch auf dem Hauptweg, auf dem Touristenweg. Hier geht Hund und Katz, ich weiß es auch nicht. Ja. Das war mal wieder der Vorführeffekt, da kam natürlich auch mal wieder welche an, wie immer. Ja, da muss man hier mit rechnen, auf solchen Wegen, begangenen Wegen. Das geht jetzt hier Richtung Maria in der Aue und noch dann weiter raus aus dem Tal wieder bis zum Schöllerhof, wo wir das Auto stehen haben. Ja, das Hotel Maria in der Aue. Das ist der Parkplatz hier hinten, da kommen die von da oben.
kann man gut essen. Auf der Terrasse kann sich schön hinsetzen und essen. Ah, meine Brücke. Ein Bezug auf war. Ja, da drüben würde jetzt irgendwo unser Wanderweg hier gehen. Der Originalweg. Aber, oh mein Gott, sag jetzt mal so, ich jetzt hier über die Steine hopsen würde, ja, das ist schon zu weit. Dann könnte man einen Satz mit X, das war wohl nichts, sagen. Ja, ich meine, gut, man kann jetzt wagen, da mal rüber zu gehen, aber wenn es schief geht, dann ist im Wasser, dann hast du jetzt die Kamera im Arsch und das Handy und so weiter. Na, das ist es nicht wert, ne? Na, das ist es nicht wert. Nee, das machen wir auch nicht. Kein Fall. Ja. Ja, ich sag mal, als Mutprobe, wenn ich vorher Navi und alles ausziehe und das Handy und alles hier lasse und ohne alles jetzt rübergehe und dann reinfall, ja gut, dann habe ich Pech gehabt. Ja, aber dann plumpst, dann kannst du dir auch, das ist ja auch, ja gut, das ist ja nicht so tief. Aber bis zu den Knien ist es schon. Da kannst du dir nachher wehtun, ne. Alleine das schon zu überlegen, ne? Eigentlich ist das irrsinnig. Also wenn man hier nicht weiß, welcher Wanderweg man gehen soll, dann würde mich das nicht gerade wundern. Also, viel mehr passen wir gar nicht mehr ran. Viel mehr geht ja gar nicht mehr.